Herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Campings. In diesem Video geht es darum, wie ihr den BWT-Kartuschenfilter, der häufig im Knaus verbaut wurde, gegen einen ALB-Filter tauscht. Das ist nicht nur langfristig sehr viel günstiger, vielleicht auch ein ganzes Stück wertiger. Und ich zeige euch einfach, wie ich das bei mir eingebaut habe. Viel Spaß im Video. Ja, und bevor wir jetzt in dem Video starten, noch eine ganz kurze Vorgeschichte dazu. Wir haben unser Wohnmobil 2020 bestellt und damals mit dem zu dem Zeitpunkt ganz neuen Filtersystem in der Kooperation zwischen Knaus und BWT ausrüsten lassen. Das war bei der erstmaligen Installation in so einem Wohnmobil im Verhältnis zum Gesamtkaufpreis ein kleiner Betrag. Ich habe damals schon gesagt, naja, wenn du das aber alle 6 Monate wechseln musst, wird ein teurer Spaß. Andererseits, was ist Trinkwasser wert, ne? Also, das Ganze wurde dann also eingebaut und wir haben dann 2021 auch unser Wohnmobil bekommen. Und auch wenn da 6 Monate draufsteht, haben wir den Filter am Ende vielleicht auch 8 Monate benutzt und sind eigentlich mit dem Ergebnis super zufrieden. Wir haben unser Filtersystem, bevor wir es in den Tank machen, also einen ALB-Filter, den wir draußen mit Gardena-Anschlüssen versehen haben, bevor das Wasser quasi in das Wohnmobil kommt, und dann halt noch diesen zusätzlichen BWT-Filter, bevor es aus dem Wasserhahn kommt. Gut, und dann Ende 2021, jetzt Anfang 2022, haben wir natürlich überlegt, neuer Filter muss her. Ja, Best Camp, wie die Website hieß, die auch überall verlinkt ist bei vielen Influencern, ist nicht mehr existent. Erstes Erwachen dachte ich mir, hey, BWT, Riesenfirma, Knaus, auch nicht so klein. Wie kann das sein, dass ein so teures Produkt, was ich wirklich tragen hätte müssen, jetzt nicht mehr existiert? Gut, Knaus hat mittlerweile Blue Water, ein Ersatzsystem, auf den Markt gebracht, auch nicht billig. Und BWT wird wohl auch dieses Jahr irgendwann diese Kartuschen als Ersatz wieder anbieten. Der Preis ist extrem happig. Und nachdem es ja auch da keine Verfügbarkeit gab, habe ich mir überlegt, Markus, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Nachdem ich sehr zufrieden war mit dem ALB-Filter letztes Jahr, habe ich mir also überlegt, wie kann ich unseren ALB-Filter da unten reinpacken, damit das möglichst alles wieder zusammenpasst. So, die ALB-Filter für Camping haben Anschlüsse wie Gardena etc., die sind relativ viel und teuer und die gibt es meistens auch nur im Set. Dann gibt es aber ein Produkt, auch aus dem Hause ALB. Das ist quasi, gibt es nicht in so vielen verschiedenen Farben wie den normalen Filter, aber ganz cool ist, es gibt ihn als Montage unter das Waschbecken, wenn ihr den zu Hause haben wollt. Also für diejenigen, die zu Hause auch Probleme mit Wasserqualität haben. Und der hat einen entscheidenden Vorteil, der hat diesen ganzen Zubehörkram nicht. Und dadurch ist er etwas günstiger. Der kostet, glaube ich, müsst ihr jetzt nachschauen, 120 Euro ohne Anschlüsse. Und das Einzige, was er dann braucht, ist rechts und links einen Anschluss, damit er quasi im Knaus an die normalen Druckleitungen dran passt und auch relativ einfach ein- und ausgebaut werden kann. Der Vorteil von diesem Filter ist, ja, er kostet 120 Euro, ist also nur 20 Euro billiger als ein BWT-Filter. Aber die eigentliche Kartusche, die da drin ist, die kostet irgendwas um die 25 Euro. Ich habe jetzt 3 Stück für 69 Euro, glaube ich, bestellt. Und es ist deutlich weniger Müll, der dabei entsteht. Und das ist ehrlich gesagt dann, wenn ihr so nach dem zweiten, dritten Wechsel denkt, wird es erheblich günstiger. Und naja, gut, das Edelstahl ist jetzt auch natürlich eine ganz andere Klasse an Wertigkeit. Wie habe ich es eingebaut? Ich zeige euch das ganz kurz. Das Einzige, was ihr quasi braucht, ist neben dem eigentlichen Roh-ALB-Filter, wo immer schon die erste Kartusche mit dabei ist, braucht ihr die 2 Anschlüsse und ihr braucht, Achtung Werbung, einen Halter, damit ihr es an dieselbe Stelle pappen könnt, wie auch der originale BWT-Filter war. Ich packe euch das gerne in den Shop, diesen Halter, der ist auch relativ günstig. Ich habe dazu noch hier einen relativ einfachen Mechanismus. Das ist ein Spanngummi letzten Endes, der den Filter nochmal auch dann festhält, wenn ihr quasi in Schweden über irgendwelche Waldwege fahrt. Es gibt auch von ALB direkt einen Halter, der ist auch gar nicht mal so teuer. Der ist bestimmt auch besser als mein Halter, allerdings passt der bei mir nicht hin, weil wir bei uns an der Stelle eine andere Verschraubung brauchen. Und deswegen gibt es quasi diesen Halter und ihr könnt die Originalschraube, die ist, verwenden. Mit dem Halter dabei ist immer so eine Unterlegscheibe, damit quasi der Kunststoff nicht gleich reißt oder sowas oder auch bei Temperaturschwankungen reißt, was auch mit den Originalen manchmal passiert ist. Genau, ich zeige euch das, wie ihr das einbaut und dann geht's los. Ja, bei uns wird der ALB-Filter unter der Sitzbank verbaut. Das kann bei anderen Wohnmobilen auch ein bisschen anders sein. Und
Hier ist quasi einmal im Winter gar kein Filter verbaut und der Filter muss quasi hier irgendwo hin montiert werden. Man könnte sicherlich auch da dran schrauben, aber im Original ist quasi an dem Metall besser. Die Klappe hier an sich hält nur über so eine kleine Nase und ich will euch gar nicht zeigen, wie wackelig das alles ist. Was braucht ihr dafür? Ich habe jetzt gelernt, nach 3 Aufnahmen, man braucht auf jeden Fall einen Lappen. Ihr braucht eventuell die Halterung von meinem Shop und ihr braucht natürlich den Filter mit den beiden aufgeschraubten Muffen und den eingesetzten Filterelement innen drin natürlich auch. Das erste, was ich mache, ist einmal das Ganze hier zudrehen, damit nicht mehr Wasser rauskommt, als unbedingt notwendig ist. Dann könnt ihr vorher oder hinterher noch den Halter montieren. Wie gesagt, bei uns ist hier bereits eine Verschraubung drin von dem alten Halter, den wir dank diesem Halter einfach austauschen können. Beim Anziehen ein bisschen genussvoll. Es ist zwar eine Metallvermutterung drin, also eine kleine Unterlegscheibe, die quasi dafür sorgt, dass der Kunststoff nicht reißt. Auch wenn man jetzt kältere Temperaturen hat, wie im Moment bei Minusgraden, kann man das einfach einsetzen. Ansonsten einfach dieses Stückchen Schlauch rausnehmen oder ganz einfach hier die Muffen ein bisschen zurückdrücken. Dann kann man das einfach rausziehen und dann habt ihr hier eine Pfeilrichtung, die die Wasserflussrichtung vorgibt und da müsst ihr auf dem Filter auch schauen. Das ist auf dem ALB designtechnisch sehr klein eingemalt, muss aber quasi in die richtige Richtung zeigen. Und dann wird das einfach auf der einen Seite eingesetzt, auf der anderen Seite eingesetzt, den Wasserfluss wiederherstellen, einklicken. Ich habe euch noch ein Spanngummi dazugegeben, wie gesagt, damit das hier dann festhält. Ja, dann war es das eigentlich. Und dann am Ende vielleicht noch ein bisschen sauber machen und dann ist schon fertig. Eine Kleinigkeit, die ihr nicht vergessen dürft, ist, im Winter sollten die Filter ausgebaut werden. Sie sind nicht frostfest. Einen entscheidenden Vorteil, wie ich finde, beim ALB-Filter ist nicht nur, dass man die Filterkartusche innen drin, dieses kleine Kernstück, einzeln wechseln kann. Man kann vor allem das Aluminiumgehäuse, wenn man die Dichtungen abmacht, auch wunderbar, ich sag mal, zu Hause mit richtig entweder einer Spülmaschine oder generell im Waschbecken sehr, sehr gründlich sauber machen, sodass auch selbst wenn da mal Stockflecken entstehen oder Schimmelreste durch stehendes Wasser entstehen, kann man sie wirklich sehen und auch reinigen. In unserem Fall haben wir es bisher noch nicht gehabt, weil dafür der Filter einfach nicht alt genug ist. Was ich sehr wohl aber gesehen habe, und das haben wir bei unserem Außenfilter, wir haben noch einen groben Vorfilter verbaut und da konnte man schon sehen, dass der etwas abgehalten hat. Also auch daran denken, die Filter, ich persönlich, da steht 6 Monate drauf, bin der Meinung, unsere Campingsaison ist etwa 9 oder 10 Monate lang. Ja, ich sag mal so, ich habe damit jetzt kein Problem großartig. Wer es möchte, kann natürlich 2 Kartuschen pro Jahr wechseln. Das ist, wie gesagt, wenn man den ALB-Filter verbaut hat, dann eine erheblich kleinere Hürde, den Filter auszutauschen. Und für das Filtern von außen, da habt ihr bestimmt schon genug Videos dazu gesehen, ist es halt einfach auch gut, wenn man diesen groben Vorfilter hat. Gerade auf älteren Campingplatzanlagen kommt doch komischerweise echt so schon sichtbarer Schmutz mit, so kleine Partikelchen, was weiß ich, Loslösungen aus dem Rohr oder sowas. Und das sollte man auf gar keinen Fall vergessen. Dieser Filter schützt quasi Richtung Wasserhahn, dass wenn man zapft, was Frisches hat. Wir lassen auch immer beim ersten Zapfen, wenn das Wochenende beginnt oder wenn wir länger gestanden haben, erstmal einen Liter rauslaufen oder so einen halben, damit einfach das letzte Stückchen Leitung von dem Filter bis zum Wasserhahn auch durchgelaufen ist. Und einfach um das Risiko etwas zu minimieren. Und der Tank, das kann ich nur sagen, nach einer Saison, nach jetzt fast 12 Monaten, ist immer noch super sauber innen drin. Kein Biokeim, kein irgendwas. Und wir haben auch keine Chlorzusätze oder irgendwas verwendet. Das Einzige, was man ein bisschen merkt, ist Kalk. Das liegt daran, dass wir manchmal bei uns daheim direkt aus dem Küchenwasserhahn zapfen. Und da wird natürlich nicht nochmal vorgefiltert. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, wie einfach man das Ganze einbauen kann bei den ganzen Probeaufnahmen, weil das ist nämlich nicht der erste Versuch, ist mir jedes Mal eine Pfütze entstanden. Daraus habe ich natürlich auch ein bisschen gelernt und konnte das Wissen direkt an euch weitergeben. Das Einzige, was ihr im Grunde braucht, ist irgendeine Art von Halterung. Ihr könnt entweder die Original-ALB-Halterung nehmen, wenn das bei euch passt. Ansonsten gibt es bei mir im Shop, wie gesagt, diese einfache Klemme. Und wenn ihr einen ganz anderen Filter habt, dann einen anderen Durchmesser. Der Halter lässt sich ja relativ leicht auf alles Zylindrische anpassen. Dann sagt mir einfach kurz Bescheid oder schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, ansonsten freut es mich, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche anderen Anregungen habt, die vielleicht im Verbund mit dem Wassersystem bestehen. Für uns ist quasi der Filter im Moment das Einzige, was wir beheben wollten und auf diese Weise sehr glücklich sind mit der einfachen Handhabung. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.